Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ui. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. Ow! Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Oh! Whatever. Do as you please. Allein schon. He's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Da war die 7 gerade. Eine Zufallsbegegnung. Oh nein. Geht das jetzt? Muss es sein? Genau. Auf jeden Fall will ich gleich Artemis mitnehmen. Aber ich muss mich auf was anderes vorbereiten. Nämlich... Mann! Mir fehlt so ein bisschen was für eine blaue Kugel. Will ich mir verarschen? Oh, fuck off! Hiernach kommt nämlich ein richtig fieser Fight. Nehmen wir Artemis. Oh nee, ey. Jetzt haben wir einen richtig fiesen Boss hier am Ende. Richtig, richtig fies. Ich kann mich auch nicht... Ich weiß nicht mehr. Ich wusste damals immer genau, wann der was machen will. Das war so abgefuckt irgendwann. Ich sagte, ich habe das damals gesuchtet ohne Ende. So. Piu, piu, piu. Macht auch Spaß. Einfach so mit Lasern zu schießen. Hoch oder runter? Ich glaube, ich muss hoch. Woo. Das macht Spaß. Woo. Schwoo. Okay. Schon sind wir oben. Gut. Nee, so. Ich kann euch ja mal zeigen. Hier oben. Nee. Wenn ich es mal zeigen kann. Was gerade nicht geht, weil ich zu doof bin. Da habt ihr es aber eben schon schimmern gesehen. Da oben ist ein Fragment der blauen Kugel. Aber das ist ohne Trickser ziemlich schwer da ranzukommen, weil man eben halt ziemlich gute Walljumps abliefern muss. Die werde ich jetzt mal nicht holen. Mit Trickser ist das alles ein bisschen einfacher. Ja, jetzt kommen schon Schachstatuen. Der Turm ist schon ziemlich eigenartig. Was zur? Man kann immer gut voraussagen, wann die zuschlagen wollen. Nämlich, wenn ihre Klingen rot werden. Eigentlich ist das bei jedem anders. Es gibt nämlich nachher noch ganz andere Versionen davon. So, und hier haben wir noch einen kleinen Lebenskraftstein. Stern, whatever. Steinstern, Sternchenstein. Steini Mac Sternstern oder sowas. Nerv. Ups, das wollte ich jetzt nicht wegdrücken. Ach, egal. Rippa-ba. Guck mal, ich habe eine Kapsel. Oh, die Dinger sind so scheiße. Oh, die können nämlich neue Gegner beschwören. Are you sick or something?
So. Ach ja, stimmt, wenn die das Ding in den Boden rammen, gibt auch noch Schaden. Blöp, blöp, blöp. Ah! So. Was war hier nochmal? Sirenenschrei. Genau, das war das. Damit müssen wir jetzt in diesen einen Haupttower zurück. Das weiß ich noch. Aber ich guck mal, ich glaube, das ging hier auch lang. Stimmt, ein Aufzugsraum. Und hier. Ich glaube, hier braucht ihr irgendwie Triple S oder so bei dem Ding. Also, wenn ihr auf dem jetzigen Stand seid, dann solltet ihr es, könnt ihr es versuchen. Ich glaube, es ist möglich, aber sehr schwer. Es ist halt sehr, sehr schwer zu bekommen. Und ich glaube auch sowieso nur mit Swordmaster möglich. Da, jetzt bin ich ja schon auf Blast und so, hier. Alright, nee, das geht, glaube ich, echt bis zu Triple S hoch. Und das habe ich bislang immer nur mit, ja, fehlt der Antrieb. Oder musste ich jetzt erst zurück? Ich glaube, der Aufzug, der funktioniert ja jetzt nicht. Ja, scheinen. Wir brauchen nämlich den... Wir müssen nämlich nach unten, aber ich glaube, ich muss jetzt erst nochmal zurück. Diesen einen Turm da, wo wir vorhin hochgeschossen sind, wie sonst was. Da muss ich, glaube ich, runter. Oh, ich bin müde, wie sonst was. Wie kommt das? Da müssen wir hin, aber da kommen wir nicht hin. Ach, Mann, Mann, Mann. Wieso müssen alle kranken Kerle sich immer so einen riesen Turm bauen? Oder, nein, nicht bauen, sondern eher... Der hat sich ihn aus dem Boden gesaugt. Was soll ich dazu sagen? Der hat sich das Ding aus dem Boden gelutscht. Gelutscht! Er lutscht! Und wie er gelutscht hat, war... Ui! Und dass dem das nicht wehtut. Ich find's echt genial. Er nimmt von solchen Sensen, nimmt da Schaden. Er wird in der Anfangskatzin von Sensen durchbohrt. Aber wenn ihm jemand in den Kopf schießt... Oder er aus was weiß ich wie viel Meter Entfernung fällt, das macht ihm nichts. Ja, okay, wie weh das nochmal. Ich glaube, nicht alle musste man hier bekämpfen. Genau, das ist es das, was ich brauche. Nee, ist das... Ja, genau, es soll als Energiequelle gedient haben. Genau. Das ist das. So. Ach, Agni und Rudra. Echt meine Lieblingswaffe. Dann kriege ich irgendwie alles kaputt. Boxen. Piu! Ich mag das. Artemis ist so eine schöne Piu-Piu-Waffe. So. Schnell was getrunken. Dann geht er weiter. Nee. Nee. Komm, geht er hoch. Schwing. Und weiter. Ups. Wo? Ach, da. Stimmt, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben. Damit wir ganz nach unten kommen. Oh, das ist manchmal echt so umständlich. So. So, hier. Gut ist, die Gegner kommen in der... Also kommen jetzt so in der Regel nie wieder. Oh doch, die Gegner kommen wieder.
Na okay, die haben sich wohl einfach gedacht, ach, wir sind jetzt mal cool. Ah ja, mit einem voll abgebrochenen Schwert. Oder sonst machen wir das mal anders. Ich habe gerade eine andere Idee. Schreibt einfach in die Kommentare zu dem Video, neben also euren normalen Kommentaren, ob ihr einen kompletten Virtual Run sehen wollt. Oder ob es euch reicht, wenn ich das einfach als... einfach ein Video mache, ein Komplettvideo auch mit Dantes ganzen Fähigkeiten, wo ich seine ganzen Fähigkeiten von Virgil zeige. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr lieber sehen würdet. Also einen kompletten, also das ganze Game nochmal mit Virgil. Oder eben halt nur in Kombination mit diesem Dante alle Fähigkeiten Video. Weil es gibt im Grunde bei Virgil, ich glaube da ist am Ende, es gibt nur eine Cutscene. Und du kämpfst, in den Fights, wo du gegen Virgil kämpfst, da kämpfst du auch gegen Virgil, nur dass er ein rotes Outfit anhat. Also, es ist im Grunde genau dasselbe, nur dass ihr eben halt eine Cutscene mehr bekommt. Ich meine, hallo? Es ist jetzt eine Cutscene, wo auch nicht mal sonderlich viel passiert. Okay, in der einen, da kloppt sich Virgil so durch Riesenmassen, aber sonst ist da auch nicht viel. So, Sirenenschrei. Einfach in die Kommentare schreiben, was euch reicht. Weil denkt dran, neue Projekte können auch awesome sein. Dam, da, dam, dam, dam. Vor allem, weil ich jetzt letztens ordentlich welche mir gekauft habe. So, Secret Time. Eine Goldkugel. Das ist mal so ein nettes kleines Secret, was ich mal gefunden habe. So. Ach, unser Organspender schon wieder. Oh, das war eine doofe Idee. Was willst du eigentlich? Hörst du mal auf, um mich rumzutanzen, Mann? Gott. Seid ihr Viecher hartnäckig. Also ey, mit Virgil ist eigentlich komplett dasselbe Spiel, nur nochmal. So. Hier habe ich zuerst gedacht, what the fuck, und dann, ja, hier. So, geh auf, Schalter drehen, Schalter umlegen und Schalter sterben. So, jetzt müssen wir das Ding irgendwie kaputt kriegen. Das Problem ist, das Ding bewegt sich ja wie bekloppt. No, Mann. Das meine ich. So. Ich glaube, das Ding ist jetzt auch schon wieder heil. Also. Na komm her. So, kaputt. Und wir bekommen den Kristallschädel. Genau das, was wir brauchen, um diese bekloppte Tür da oben kaputt zu kriegen. Och nee. Autsch. Willst du mich flachsen? Du willst mich nerven. Oh Gott. Zack, 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 zack. Noch, Mann. Na, komm her. Wo bist du? Ach, da. Ich hab was für dich. Passt dir mein Schwert nicht? Ich hab was für dich. Ups. Fang mal. Fang. Ich sagte, fang! Oh. Fang! Ja, ich habe mein Schwert geworfen, das kann er. Vor allem wie ein Hund. Bäh.
Dann tritt er nämlich nur noch. Bäm! Das hat auch was. Hat was für sich. Muss man aber mit umgehen können. Ich stelle mir das vor, so ein Endboss, du killst ihn, indem du ihm dein Schwert an den Kopf wirfst. So, pff, au, mein Kopf! Ach du Scheiße, dauert diese Mission lange. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Alles voll umständlich, ey. So super ultra umständlich. Die ultra Umständlichkeit. Sollte jetzt nicht so müde sein, das ist glaube ich schlecht. Ja, Gott. So. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal einmal schneiden und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute.